Ja, hallo und herzlich willkommen, lieber Filmfreund und Sammler, zu diesem, naja, sagen wir mal, leicht erotischen Unboxing-Video. Genau, du hast richtig gehört, erotischen Unboxing-Video, denn es geht heute um den Film Showgirls. Und zwar präsentiert uns hier am 30.10.2020 erstmalig Cape Light Pictures eine 4K UHD-Premiere in Deutschland zu diesem Film. Und du siehst auch die Dokus mit dabei, You Don't Know Me, und ja, ein Booklet mit 24 Seiten. Die anderen Infos kannst du gerne jetzt hier mal in Ruhe nachlesen. Einfach das Video pausieren oder in die Infobox reinschauen. Da habe ich nochmal alles niedergeschrieben für dich. Und dort findest du natürlich auch alle nötigen interessanten Links zu diesem Release. Und das wäre es von meiner Seite aus zur Einleitung für dieses Unboxing-Video. Und genau nach diesem Part folgt natürlich das Unboxing. Und da wünsche ich dir gleich viel Spaß dabei. Ja, und nun geht es los mit dem Unboxing zum 4K UHD Mediabook von Showgirls. Doch bevor ich zum eigentlichen Mediabook komme, ja, ihr wisst es, ich vergesse gern den Flyer, deswegen mache ich das an der Stelle wie immer zuerst. Wir haben hier ein durchaus ansprechendes Design, finde ich sehr cool gelöst. So ein wenig mit Textumfluss hat man hier gearbeitet, ein schönes Artwork eingebaut, ja, große Werbeüberschriften und ein paar Scene-Shots, die ja nahtlos fast doch ja nahtlos ineinander übergehen. Ich erkenne jetzt hier keinen großartigen Übergang, ist sehr cool gelöst. Und hier unten drunter in diesem rot-bräunlichen Rahmen haben wir die Angaben zum Bonusmaterial. Hier drüben noch die Erwähnung zum Bonusfilm You Don't Know Me. Und etwas weiter unten hier im augenfreundlichen Pink, hier links im Kasten die UHD-Angaben, rechts daneben die Angaben zur Blu-ray. Und darunter befindet sich der ERN-Code. Von der Gegenseite sieht das dann wie folgt aus. Wir haben hier unten am Boden sozusagen Showgirls stehen. Hier auf diesem Viertelteil noch etwas Blabla. Das könnt ihr euch gern selbst durchlesen. Hier oben dann den Vermerk auf 4K UHD und so weiter, Bonusdisc. Und hier oben nochmal Showgirls. Von der Innenseite ist es nicht weiß gehalten. Wir haben hier ja eindeutig Werbung, klar, für Cape Light Pictures Produkte. Ich zeige euch das mal ganz kurz an der Stelle, sage aber jetzt nicht viel dazu, weil ihr könnt euch gerne das Bild ja selber anhalten und das alles mal durchlesen. Ja, das wäre es an der Stelle zum Flyer. Und nun kommen wir selbstverständlich als nächstes zum Mediabook selbst. Ja, und nun kommen wir doch endlich zum Mediabook selbst. Und ihr seht schon, wenn ich das ein wenig hochhebe und mit dem Licht auch etwas spiele, dass der Filmtitel Showgirls hier wunderschön anfängt zu glänzen und zu funkeln. Man hat sich hier natürlich für eine Glanzbeschichtung entschieden, die je nach Lichteinfall zwischen Pink, Lila und Weißtönen anfängt, richtig cool zu glitzern und zu funkeln. Das ist wirklich sehr, sehr schön, dieses kleine nette Gimmick. Wir haben hier auch die ja, angedeutete Silhouette von Elizabeth Berkeley auf der Frontseite und die ist auch sehr kräftig aufgedruckt und hochauflösend auf jeden Fall. Ich hätte jetzt beinahe gesagt scharf. So, und aus der Seitenansicht schauen wir uns das auch nochmal an. Ist wirklich sehr schön. Das ist ja ein bekanntes Plakatmotiv, muss ich jetzt nicht viel dazu sagen. Es wirkt natürlich etwas schlicht, aber das soll es auch so. Denn ja, der Rest von dem Mediabook ist nämlich in Matt-Optik gehalten, fühlt sich sehr weich an, dennoch hochwertig und besonders nicht fingerabdruckempfindlich. Ich kann hier drauf rumdatschen, wie ich will. Ich sehe hier keine Fingerabdrücke, das ist wirklich sehr gut. Von der Seite ist es ebenfalls schön schlicht schwarz, allerdings auch wieder mit diesem kleinen netten Gimmick der Hochglanzbeschichtung von dem Wort Showgirls, sehr coole Sache. Und hier haben wir dann die Bestellnummer, bla bla. Und von der Rückansicht haben wir ein eigenständiges Motiv. Ist jetzt nicht mein persönlicher Geschmack, aber Gott sei Dank ein Backartwork. Und ja gut, da gibt es jetzt nicht viel zu sagen. Die Bedruckung, ihr seht es ja selber, ist eigentlich sehr gut gelungen. Aber etwas abstrakt wirkend teilweise. Ist nicht so meins, aber vielleicht gefällt es euch ja da draußen. Und von der Mediabook-Stärke keine bösen Überraschungen. Zwei sehr dünne, unaufdringliche Plastiktrays. Wunderbar. Die Mediabook-Größe ist auch handelsüblich. Ja, und das wäre es zum Äußeren. Und nun schauen wir uns mal die inneren Werte dieses Mediabooks an. Ja, und nun werfen wir noch einen Blick ins Innere des Mediabooks. Und wenn wir das aufschlagen, haben wir hier auf der linken Seite als allererstes natürlich die 4K UHD
und die ist eher, ja, sagen wir mal, leicht schlicht, genau dasselbe Design, wie bereits auf der Frontseite zu sehen war. Die lässt sich sehr einfach runternehmen hier, der Druckpunkt ist sehr gut gewählt. Dann haben wir hier dasselbe Disc-Design ebenfalls bei der Blu-ray-Disc mit dem Film und die lässt sich auch ganz problemlos schnell und einfach rausnehmen. Zum Indruck sage ich gleich noch was, wir machen hier drüben auf dieser Seite weiter, denn da haben wir die Blu-ray mit der Doku You Don't Know Me. Und muss ich kurz schauen, ja, geht auch einwandfrei raus. Und hier ist das identische Design. Ich würde sagen, wir schauen uns das hier auf der linken Seite an, ist ja vollkommen identisch. Die Plastiktrays sind sehr unaufdringlich, außer dass sie jetzt hier sehr stark reflektieren durch meine Scheinwerfer. Man kann sehr gut hindurchschauen, man sieht hier dieses Effektgewitter von den Scheinwerfern. Naja, ich hätte mir vielleicht einen etwas anderen Innendruck gewünscht dafür, besonders weil es sich anbietet, weil auch hier wieder das Mediabook so verarbeitet ist, dass das Booklet hier komplett übergeht auf dieses Plastiktray, also eine nahtlose Verbindung bietet. Dasselbe haben wir hier auch auf der Gegenseite. Da seht ihr auch ganz deutlich, wie das aufgeklebt wurde. Und somit ist das Booklet an für sich sehr gut drin und es verruckt nicht, kommt nicht so einfach raus. Wir haben bestimmt hier noch irgendwo die Nähte. Ich glaube, ja, hier kann man es teilweise erkennen. Sind dann diese Verbundnähte, damit das nicht auseinanderfällt. Ja, und ansonsten habe ich jetzt hier nichts weiter zu sagen. Ihr seht ja selber, da ist jetzt nicht viel, was ich ansprechen könnte. Dementsprechend geht es nun an der Stelle nach einem kurzen Cut weiter mit dem Booklet selbst. Ja, und weiter geht es nun, wie bereits angekündigt, mit dem Booklet. Das ist übrigens auf ziemlich rauen Papier gedruckt. Das fühlt sich nicht so hochwertig an, muss ich sagen, leider. Und auch das Papier ist ein wenig dünner als gewohnt und somit blitzen teilweise die Texte von der Gegenseite durch. Und ich muss leider zensieren. Ich will jetzt meinen YouTube-Kanal nicht gefährden mit Titties. Deswegen nimmt es mir nicht übel, wenn ich das jetzt auch ganz langsam mache, damit ich mit der Zensierung dann noch hinterherkomme. Ihr seht ja schon selbst, wie die Aufmachung ist. Die Bilder sind eigentlich sehr gut gelungen und ja, aussagekräftig, ne? Ich muss dann jetzt nicht viel zu erwähnen. Die Texte sind ja ziemlich eng gehalten und das Booklet ist übrigens auch ziemlich textlastig, was ich nicht negativ meine. Es gibt ja viele Fans da draußen, die mögen das, wenn da mehr Textinhalt geboten ist und da kommt ihr auf jeden Fall auf eure Kosten. Was ich jedoch nicht verstehe, ist, dass diese Umrandungen ja, mal weggelassen wurden, mal wiederverwendet wurden. Dieses wunderschöne doppelseitige Motiv wäre mit Sicherheit viel cooler gekommen, wenn man hier Hochglanzpapier verwendet hätte und ja, ne? Motiv muss ich nicht weiter zu sagen. Richtig geil. Hier haben wir wieder eine Doppelseite mit Text. Hier haben wir dieses Scheinwerfer-Design einmal rundherum, hier drüben nicht. Ich weiß nicht warum, ob das vergessen wurde, ob das ein bestimmtes System hat. Ich verstehe es nicht. Ist halt einfach so. Und hier haben wir wieder ein paar Titties am Start, deswegen Zensur. Und die Fotos sind auch wieder sehr aussagekräftig, passend zum Film. Von der Verarbeitung her, muss ich sagen, hat man sich hier für gute Fotos entschieden, auch wenn sie jetzt teilweise ja etwas beschnitten wurden, so leicht schräg, finde ich die dennoch sehr gut. Dann geht es weiter mit jede Menge Text, auch hier, ich glaube, Zitat müsste das teilweise sein, ja. Und dann geht es weiter mit einer sehr, sehr ansprechenden Doppelseite mit Elizabeth Berkley. Wunderbares Bild, auch hier wäre das auf Hochglanzpapier noch wesentlich hochwertiger, cooler rübergekommen, als auf diesem, ja, man sieht es auch hier teilweise, sehr rauen Kartonpapier. Dann geht es weiter mit jede Menge Text. Und hier wieder Text. Ich muss jetzt hier nicht zu jedem Text extra was sagen, ihr seht es ja selber. Ihr könnt auch gerne das Video jederzeit gerne anhalten, euch dann ein paar Stellen durchlesen, wenn ihr wollt. Und dann sind wir jetzt fast durch mit dem Booklet. Hier sind ja zwei Bilder, also das hier oben und das hier unten. Die sind nicht ganz so drall von der Qualität. Denn wenn ich hier näher rangehe, sieht man hier fast nicht viel mehr Verbesserungen. Hier ist es deutlich hochaufgelöster. Das hier unten ist teilweise im Hintergrund etwas zu sehr überbelichtet. Da hätte man gerne nochmal mit der Bearbeitung rangehen können. Und somit wären wir durch mit dem Booklet. Und auch gleichzeitig mit dem Unboxing zu Showgirls im 4K UHD Mediabook. Und schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare zu diesem Mediabook. Aber nicht vergessen, bleibt noch dran bis zum Outro, denn das kommt nämlich jetzt.
Ja, und somit wären wir auch durch mit dem Unboxing-Video zu Showgirls im 4K UHD Mediabook. Und ich hoffe, das Video war für dich hilfreich oder hat dich zumindest ein wenig unterhalten können. Du kannst mir das gerne jederzeit mit einem Däumchen nach oben zeigen. Und vergiss auch nicht, in die Infobox reinzuschauen. Wie anfangs bereits erwähnt, findest du da nochmal sehr nützliche Informationen rund um diesen Release. Und schreib mir auch gerne, wenn du mehr Zeit haben solltest, etwas Feedback zu dem Mediabook. Und ich wünsche dir weiterhin viel Spaß auf meinem Kanal. Hab noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du hier reingeschaltet hast. Dein MovieFan1982 bedankt sich bei dir fürs Einschalten. Mach's gut. Ciao, ciao.